So, Versuch Nummer 2, den Salamanderstein zurückzuerhalten. Und jetzt sind es nur ein paar Männchen, die uns da erwarten. Anscheinend hat er beim zweiten Mal die Verstärkung geholt. Mal den Elfen versprengen können. Jawohl. Und gleich auf die Elfen. Gar nicht irgendwelche, gar nicht am besten zum Zaubern kommen lassen. Ja, und so ist der Kampf natürlich etwas einfacher zu gewinnen, wenn man nur ein Drittel der Gegner hat. Ja, und da hat der Elf anscheinend jetzt auch noch einen Fulminitus loslassen können. Inkende! Oh, und der Edelmann ist ganz schön widerstandsfähig, wie mir scheint. Ach, der Elf nicht. Ah, der Edelmann ist wahrscheinlich dieser Alien 7 Quell oder wie der hieß. Ganz vorhin da die Türe aufgemacht hat. Fulmen! Nein. Er reißt den Schlag nicht. Brauche ich jetzt hier nicht mehr. Ja, ich hoffe nur, dass keine Verstärkung hier mehr kommt für diesen Typen. Nicht, dass jetzt plötzlich die ganzen Elfen und Zwerge drüben da vor der Haustüre klopfen. Der Streuner könnte auch mal umkippen jetzt. Langsam. Macht aber keine Anstalten dazu. Ja, jetzt. Na, gut, dann nehmen wir den Schwert und den Langbögen an uns. Und wir finden 4 Vulkanglaster. Ja, dann nehmen wir natürlich alles mit. 2 Schuppenpanzer, 2 Kettenhemden,
Zwei Krötenhäute, drei Plattenzeuger, Kettenzeuger, ein Rondogramm, vier Orknasen, Silberhelm, Schild, zwei Armbrüste, kann man alles ziemlich gut gebrauchen hier, zumindest zum Verkaufen auch. Zwei Hände, Barde, den Salamanderstein, starke Heiltränke und 50 Proviantpakete. Sehr schön. Ja, da würde ich sagen, speichern wir mal ab. Gut, und rüsten uns mal entsprechend aus. Schwanzer. Ah ja, Josef hat einen Schuppenpanzer. Genau, Wolfgang hat ja eh sein besonderes Kettenhemd. Da können wir die dann eigentlich verkaufen, genau wie die Vulkanglasdolche. Da geben wir einen Adakre, denn der andere war anscheinend kaputt. Das kann er nehmen. Ein Silberhelm. Ein Silberhelm heißt ja, den kann sogar Adakre tragen. Schön, dass er einen Rüstungsschutz von 5 verleiht. Diesen Helm geben wir mal Josefa. Ah. Knappen zum Flint. Ja, so gefällt mir das jetzt bestimmt wieder besser, wenn Flint einen Rüstungsschutz von 12 oder mehr hat. Und auch ein Goldschild. Schön, schön. Warum kann Alariel plötzlich einen Eisenschild tragen? Komisch, dann dürfte sie ja eigentlich gar nicht zaubern können. Ist das Besondere? Goldschild. Dann geben wir mal. Ah, danke. Ja, so kommt man sogar mit Druidinnen auf einen gemessenen Rüstungsschutz. Ausrüstung durch. Dann glaube ich, spreche ich nochmal. Gut, und wenigstens haben wir jetzt den Salamanderstein. Diese Vendaria Edelbram werde ich aber trotzdem dann anschließend nochmal suchen. Denn das werde ich mir nicht gefallen lassen, dass uns da die den Salamanderstein stehlen wollten, ohne dafür zu bezahlen.
So, dann verkaufen wir mal die nicht benötigte Ausrüstung in Form von den Zweihändern. Also wie den Eisenhelmen. Krötenhaupt brauchen wir auch nicht. Das Kreier behalten wir mal als Zweitwaffe. Die Bocknase verkaufen wir, die Armbrust geben wir dann wahrscheinlich Flint. Ach, da haben wir eh zwei Armbrüste. Ja, so kauf. Das durch Schwert brauchen wir nicht, den Langbögen auch nicht. Den Hundruck haben wir nicht. Stichketten und nicht. Die brauchen wir auch nicht, die Hilibade. So, dann Flint falsch mal. Ja, und damit sind über 1000 Dukaten unser. Die Armbrust an Flint. Schön. Ja, sieht gut aus. Ja, die Heiltränke könnten wir jetzt eigentlich auch verteilen. Unsere Krieger. Ja, so gefällt mir das schon wieder besser. Ich noch mal abspeichern. Schön. Dann wollen wir doch sehen, vielleicht können wir auch die Proviantpakete noch verkaufen. Er hat uns ja vorhin auch noch gesagt, dass wir bei Dragan vorbeischauen sollen, wenn wir Waffen oder ähnliches brauchen, vielleicht, dass uns der was besorgen kann, dass der hier direkt nebenan wohnt, an der Mauer. Ich glaube, das ist das Haus hier. Ja, also, was gibt's? Sag uns doch mal, wo wir Essen und Trinken herbekommen. Ich wüsste so einiges, was euch weiterhelfen könnte. Aber da müsstet ihr mir schon eine kleine Gefälligkeit erweisen. Das machen wir doch gerne. Bringt mir den Winzalter hierher. Er muss mir was übersetzen. Der Alte wohnt in bunte Flucht, direkt am Ufer des Welt. Ja, bunte Flucht, das ist der Stadtteil gegenüber des Welt. Also östlich von hier. Hier, glaube ich, können wir doch einige Proviantpakete loswerden. Ja, 13, 17. Schön. Was hat sie da für ein Angebot? Holzkohle, Fackeln, Decken. Gut decken könnten wir sogar auch gebrauchen. 6 Stück. Ja. Und ein Schleifstein für Flint, aber sonst. Ja. Thank you.
dürftig ausgerüstet, also was nicht offen angeht, sondern Sizing Pack. Ja. Die Flucht war hier drüben. Ich glaube, das war dieses Haus hier, oder wenn es halt rot. Ja, der Wenzalter. Ihr wollt ob eures vergeblichen Klopfens schon gehen, als ein weißhaariger Mann bedächtig die Türe öffnet. Ja. Dragan schickt uns, wir sollen euch zu ihm bringen. Ha, und warum sollte ich wohl ausgerechnet zu Dragan gehen wollen? Der Schurke kann mir gestohlen bleiben. Aber es ist wichtig für uns, antwortet Josefa. Und wieso ist das wichtig für euch, wenn ich mal so fragen darf? Ja, und Josefa erklärt ihm die missliche Lage, in der wir uns befinden. Also gut, euch zuliebe komme ich mit. Aber dass Dragan gleich klar ist, dass ich ihm keine Gefälligkeit erweisen werde. Ach, und da kriegen wir unseren ersten Nichtspielercharakter. Winsalter, ein Streuner. Stufe 10. Wie sind? 7, oder? Ja. Also um einiges erfahrener als wir. Auch um einiges klüger anscheinend. Ja, dann wollen wir den älteren Herrn mal zu Dragan. Ich glaube, ab hier können. Also, in Lobang ist die Besonderheit, glaube ich, dass wir das Automapping springen. Nicht zwischen den beiden. Ja, genau, nicht zwischen den beiden Weltufern nutzen können, sondern nur auf der jeweiligen Seite. Dragan hier. Ah, das seid ihr ja wieder. Ich sehe, dass ihr euch wirklich viel Mühe gibt. Also, eine Hand wäscht die andere. Was wollt ihr wissen? Ja, los. Wir brauchen Ausrüstung. Gibt's hier was zu essen? Reischer Rotenegger kann so einiges auftreiben. Wohnt ziemlich im südlichsten Gebäude der Stadt. Direkt an der Mauer. Ach ja, mein Name ist eure Eintrittskarte. Gut. Reischer Rotenegger. Süden an der Mauer. Ja, da kann ich vielleicht auch zum Thema Reisen was sagen. Eine Gefälligkeit, eine Information, so läuft das nun mal. Aber wenn ihr mir noch behilflich sein wollt, kann ich sicher in dieser Sache etwas für euch herausfinden. Ja, im Schauhaus neben dem Zartempel liegt eine Brosche vor mir. Ein Erbstück, das mir die Stadt sozusagen gestohlen hat. Die Brosche hat die Form einer Esche. Bringt mir das gute Stück, dann werden wir weitersehen. Ja, machen wir auch, lieber Dragan. Suchen wir mal diese Scharottenegger auf. Direkt im Süden hat er gesagt. Hier? Nein. Sehen alle nicht aus wie Scharottenegger. Ein Silberstück brücken soll. Also die spinnen wirklich. Ah, da, Reischer Rotenegger. Die Tür geht einen Spalt auf, eine Hochhörige schaut heraus. Was ist los? Ihr seid uns empfohlen worden. So, von wem habt ihr denn eure Empfehlung? Dragan schickt uns.
und Dragan. Eine gute Empfehlung. Kommt doch rein. Die Rothaarige öffnet euch und führt euch in einen Raum, der über und über mit Saufen vollgestopft ist. Sich seid ihr gekommen, um ein bisschen einzukaufen. Dann schauen wir uns mal das. Ah ja. Das Angebot gefällt mir doch schon viel besser. Dann wollen wir uns doch gleich mal einen Schlüssel dann zulegen, den Flint kriegt. 6-mal Isbesteck. Halt, 6-mal. 6 Wasserschläuche. Ja, Reisling kriegt noch ein Schreibzeug und eine Harfe wieder für Ariel. Mehr kriegen wir nicht. Ach so, das ist von der Anzahl her beschränkt. Na gut. Sollen wir es jetzt mal erreichen? Oder können wir doch nochmal zurückgehen? Gut, dann verteilen wir mal die Isbestecke. Halt, Wolf braucht schon eins. Scheiße, der Rest nehmen. Wasserschläuche noch. Genau, die Harfe noch für Ariel. Und hier den Schlüssel und kriegt uns das Berg. Ja, die Triche könnten wir noch gebrauchen. Die Triche. Nein. Schön, schön. Ja, könnten wir eigentlich mal in die eine Kneipe einkehren. So, haben wir hier Alrik Abelmir on der Weg. Schieß los, es gibt keine dummen Fragen. Ja, weißt du vielleicht was über diese Mindaria Igelbronn? Mindaria? Ja, die schaut öfter mal rein hier. Wohnt ja gleich um die Ecke. Ah! Also was über diesen 7 Quellen, die wir vorhin kalt gemacht haben? Kennt er nicht. Ingramosch vielleicht, kennt er auch nicht. So, Vindaria Egelbrunn wohnt hier um die Ecke. Das ist ja eine interessante Information. Wenn die um die Ecke wohnt, dann fangen wir einfach hier unten mal an. Denn die müssen wir schon noch zur Rede stellen. Ja, da fällt ein Kreis um. Haha, wenn da die Eichel kommt. Blonde Frau öffnet euch. Als ihr blickt, schlägt sie die Tür sofort wieder zu. Ja. Da stürmen wir doch gleich hinterher. Josefa und Wolfgang versuchen, die massive Tür aufzubrechen, indem sie sich dagegen werfen.
Nach ein paar Anläufen klappte schließlich und die beiden fallen mit Türkrachen ins Haus. Ein paar Gestalten, die an einem Tisch gesessen haben, sind aufgesprungen und haben sich Messer, Säbel oder was sie sonst noch in der Eile erreichen konnten, gegriffen, um sich euch entgegenzustellen. Pech gehabt, ihr Schurken. Ja, ich würde sagen, den Kampf mache ich aber jetzt in der nächsten Episode und beende deshalb diese Folge. Also, bis gleich.